Hallo Freunde der Freiheit, die Bundestagswahl rückt näher und bei vielen von euch wird wahrscheinlich eine Partei, die ihr vielleicht noch gar nicht kanntet, oben im Wahl-O-Mat aufgetaucht sein. Die LKR, die liberal-konservativen Reformer. Aber was ist das eigentlich für eine Partei? Wo kommt die her? Was will die und warum würde ich persönlich sie auf gar keinen Fall wählen? Alles das hier in der Kurzzusammenfassung. Die LKR wurde 2015 gegründet von einem uns vielleicht noch Bekannten, nämlich Bernd Lucke, dem Wirtschaftsprofessor, dem Euro-Rebellen, der die AfD im Streit verließ, weil sie ihm zu Recht zu radikal, zu extremistisch geworden war. Dieser Bernd Lucke gründete damals die Partei Alpha, die sich dann nach einem verlorenen Namensrechtsstreit in LKR umbenennen musste, Liberal-Konservative Reformer. Die Partei, die am Anfang 2500 Mitglieder hatte, ging dann so auf 1000 Mitglieder runter und erholte sich jetzt Richtung dieser Wahl wieder auf so 1300. Insgesamt aber ist sie natürlich damit jetzt keine der großen Parteien in Deutschland, aber von den ziemlich kleinen Parteien gehört sie schon zu den größeren. Und bei dieser Bundestagswahl ist sie wieder einmal mit mehreren Landesverbänden dabei. Das Besondere an der LKR ist, dass sie zudem eine ganze Reihe von Abgeordneten hat durch einen Parteiübertritt. Das heißt, wenn ein Abgeordneter in einem Parlament sitzt, zum Beispiel im Bundestag, im Landtag oder im Europaparlament und mit der alten Partei nicht zufrieden ist und die Partei wechselt, dann ist das ein Parteiübertritt. Und so kommen die liberal-konservativen Reformer immerhin auf einen Abgeordneten Europaparlament, auf drei Landtagsabgeordnete und auf einen Bundestagsabgeordneten. Das heißt, eigentlich sind hier relativ viele Abgeordnete nach wie vor drin, gerade für die Größe der Partei. Das war auch historisch so, denn damals verließ Lucke auch mit mehreren anderen Abgeordneten die AfD, um die LKR zu gründen. Die LKR bezeichnet sich selber schon in ihrem Namen als liberal-konservative Partei. Liberal-konservativ, das heißt so viel wie man verbindet liberale Wirtschaftspolitik, wenn auch oft gemäßigt liberale Wirtschaftspolitik, also nicht so radikal ist, mit oft auch eher gemäßigter konservativer Politik, Heimat, Brauchtum, ne? So ein wenig Anstand. Kurzum, es ist jetzt nicht das Ziel der LKR, ein Minimalstaat, einen ganz kleinen Staat zu haben, noch das Ziel sozusagen, so einen sozialistischen, großen, linken oder grünen Umverteilungsstaat zu haben, sondern sie liegen irgendwo da in der Mitte. Wenn ihr einen groben Richtwert wollt, nehmt Friedrich Merz. In etwa wie die Friedrich Merz CDU steht auch die LKR, so als Vereinfachung. In ihrem Programm fordert die LKR nun vor allem sehr, sehr viel Bürokratieabbau. Sie stellt sich auf die Seite der NATO und ist weiterhin für sozusagen NATO-Integration. Sie kommt nicht umsonst ursprünglich mal aus der AfD, das heißt, sie ist noch immer eurokritisch und lehnt die aktuelle Entwicklung zu einer Schuldenunion ab. Den Klimawandel möchte sie gerne mit einem Klimazertifikatehandel bekämpfen, wie das auch die FDP will. Und das sind sozusagen so ein bisschen diese wirtschaftsliberalen Bereiche, wo es auch oft um Unternehmerentlastung geht. Man muss dabei sagen, unter dem Namen SAFE, das ist ein Akronym für Sicherheit, Arbeit, Familie, Existenz. Es ist so ein bisschen gewollt, aber darunter stellen sie auch ein Programm vor, wo sie ihre eigene Steuerreform einmal von vorn bis hinten grob durchrechnen, dass man ein Gefühl hat, was macht das denn nun? Und zumindest man muss es lobend erwähnen, dass eine Kleinpartei sich so eine Arbeit macht und tatsächlich mal irgendwie durchgerechnet hat, ist was Nettes. Sowohl das Programm als auch dieses SAFE, sozusagen Konzeptpapier zur Steuer, findet ihr natürlich wieder unten verlinkt. Aber wirklich liberal, gerade wenn es an die Gesellschaft geht, ist die LKR jetzt natürlich nicht. Beispielsweise mag sie keine Cannabis-Legalisierung. Beispielsweise legt sie sehr viel Wert darauf, auf Erhalt und Förderung von deutscher Kultur, Kulturdenkmälern, deutscher Sprache und so weiter. Und auch ihr Familienbild favorisiert ganz klar das Modell Vater, Mutter, Kind. Kurzum, wirklich radikal wird es nicht, sondern es ist halt, wie gesagt, so eine im Verhältnis gemäßigte Position irgendwo zwischen FDP und CDU und AfD, die hier vertreten wird. Der ÖRR zum Beispiel, er soll beschnitten werden und anders gebaut werden, aber er soll zum Beispiel nicht radikal abgeschafft werden. Nun, das klingt ja jetzt vielleicht gar nicht so schlecht und wer meine Videos hier kennt, weiß ich, dass ich ein relativ liberaler Mensch bin. Das heißt, ich würde jetzt wahrscheinlich eher nicht so mit der damit gut können, dass Cannabis illegal ist, weil ich glaube, dass es die Entscheidung eines jeden Menschen ist, was er mit seinem Körper macht. Aber das klingt ja gar nicht so schlecht und gar nicht so völlig verkehrt. Warum bin ich trotzdem der Meinung, man sollte die LKR nicht wählen? Um euch zu erklären, warum ich persönlich die LKR eben nicht wählen würde,
Genügt eigentlich schon ein kleiner Ausschnitt, den ich euch hier zeige. Und zwar ist das der LKR-Wahlwerbespot. Guckt ihn euch mal an. Es ist völlig egal, ob der zukünftige Kanzler Laschet, Scholz oder Baerbock heißt. Die Grünen sind immer dabei. Und sie bekommen als Ergebnis eindimensionale grüne Politik, die unser aller Geld verbrennt. Wir sind dazu das bürgerliche Gegenangebot. Globale Probleme löst man nicht durch nationale Alleingänge. Eine Nullemission in Deutschland würde gerade 0,025 Grad bringen. Praktisch gar nichts. Unser Konzept heißt 2 Grad ohne Staat und ist das einzige, mit dem die Klimaziele überhaupt erreicht werden können, ohne Deindustrialisierung, ohne Wohlstandsverlust und ohne die Welt in Armut und Hunger zu stürzen. Wir zahlen aber nicht nur die höchsten Strompreise, sondern auch die höchsten Steuern und Abgaben. Gleichzeitig steht unsere soziale Sicherheit vor dem Kollaps. Altersarmut ist für viele ein erschreckendes Szenario. Mit SAFE, das steht für Steuern, Arbeit, Familie und Existenz, geben wir die Antwort auf die Arbeitsverweigerung der etablierten Parteien. Liberal-konservative Politik war der Erfolgsmotor der Bundesrepublik Deutschland. Er wurde abgewürgt. Wir starten ihn neu. Kommen Sie mit. Steigen Sie ein. Wählen Sie die liberal-konservativen Reformer LKR. So, und wenn ihr jetzt diesen Spot gesehen habt, dann merkt ihr, ach du Scheiße, wirkt das alles unprofessionell. Das ist ja der letzte Amateurkram. Das ist das Modell, Jürgen hat gesagt, mein Gott, hier Frank, du hattest doch mal früher 2005 was mit Paint gemacht. Möchtest du uns nicht mal ein Video schneiden? Und die Unprofessionalität der LKR ist nicht nur im Wahlwerbespot zu sehen. Dem übrigens, kurze Anmerkung, deutlich angenehmer ist, wenn man ihn nur als Audio hört. Es ist völlig egal, ob der zukünftige Kanzler Laschet, Scholz oder Baerbock heißt. Die Grünen sind immer dabei und sie bekommen als Ergebnis eindimensionale grüne Politik. Ihr seht, was ich meine. Nun, das Problem, wie gesagt, auch auf der Webseite. Auch hier hat die LKR es geschafft, pünktlich zur Wahl ihre Webseite zu verschießen und einen grausamen Zustand zu versetzen. Mit schlecht auflösenden Bildern, schlüpfrigen, sagen wir, Social-Media-Aufmachungen und diesem Chaos an verschiedenen Schriftarten. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Grafikdesign gehen, warum diese Seite für den Normalsterblichen schlecht aussieht, aber sie tut es. Und sie tut es aufgrund zum Beispiel der Schriftarten, der Abstände, weil man sie nicht richtig skalieren kann. Das ist alles grausam. Und das Witzige ist, ich habe in die Wayback Machine geguckt, in das Internetarchiv und mir mal angeguckt, wie die Webseite vorher aussah und festgestellt, dass die LKR es tatsächlich geschafft hat, pünktlich zur Wahl ihre Seite zu verhauen. Und auch das finde ich hochgradig unprofessionell. Das ist auch mein großes Problem mit der LKR. Alles an dieser Partei wirkt stümperhaft. Und das, obwohl sie über 1000 Mitglieder hat mit entsprechenden Einnahmen. Und das, obwohl sie mehrere Abgeordnete hat, die auch Mitarbeiter haben und so weiter, die ja auch entsprechend durch ihre Mandate Geld reinbringen und die schon ein paar Wahlkämpfe auch erlebt haben. Wie kann man als Partei, die auf Kompetenz setzen sollte, liberal-konservativ, also Sicherheit, Verlässlichkeit, Werte ausstrahlen soll, wie kann man als solche Partei sich so unglaublich mies präsentieren? Und jetzt könnte man sagen, okay, Max, das ist völlig oberflächlich, das kommt ja auf die Inhalte an. Aber das Problem ist, dass das ja ein Licht darauf wirft, wie insgesamt diese Partei mit Prioritäten klarkommt oder eben nicht klarkommt. Denn der Wahlkampf ist die große Priorität der Partei. Die Aufgabe einer Partei ist es, die Stimmen zu kriegen und die Leute zu überzeugen. Und wenn die Partei das schon überhaupt nicht auf die Reihe kriegt, auch, wie gesagt, und den schlimmsten mit Abstand Spot dieses Bundestagswahlkampfes macht, obwohl sie wirklich jetzt noch nicht die kleinste ist und sehr, sehr gut finanziell Geld hat, dann sagt das eigentlich schon alles. Und dann sagt das, dass da Leute drauf sind, die ihren Laden essentiell nicht im Griff haben. Und wenn euch das noch nicht reicht, warum man die LKR nicht wählen sollte, hier noch ein zweites Argument, es gibt in unserem Parteiensystem keinen Platz für die LKR, für Liberalkonservatismus. Die Leute hängen entweder bei der CDU rum oder bei der FDP oder bei der AfD. Und jetzt auch noch dazwischen an einer ähnlichen Stelle bei den Freien Wählern. Das heißt, da ist kein Platz im Parteiensystem. Und tatsächlich war die LKR auch noch nie bei Wahlen erfolgreich. Das beste Ergebnis war kurz nach der Gründung so um 1% rum. Seitdem hat diese Partei keinen einzigen Wahlerfolg mehr erzielt. Ich bin grundsätzlich nicht ein Gegner davon, dass man kleine Parteien nicht wählen sollte. Ich bin der Meinung, ich habe das auch schon mal im Video erklärt, dass man kleine Parteien wählen kann, wenn man zum Beispiel ihre Werte gut findet und sich denkt, okay, ja, ich möchte, dass die Parteienfinanzierung kriegen. Dafür braucht man nicht die 5%-Hürde, das gibt es viel weiter drunten.
Das ist okay und dafür kann man eine kleine Partei wählen, selbst wenn sie nicht reinkommt. Man kann eine kleine Partei wählen, um einer großen Partei zu sagen, ich bin mit eurer Politik nicht einverstanden, ich möchte, dass was anderes gemacht wird. Guckt, ich wähle diese kleine Partei, um euch zu zeigen, das ist mir wichtig. All das kann sinnvoll sein, denn natürlich gucken auch die großen Parteien, wo Stimmen bei den Kleinen hingehen. Aber bei der LKR ist halt das Problem, es wird wahrscheinlich niemand anders für diese Partei stimmen. Selbst wenn ihr jetzt mega überzeugt seid von dem Programm, fragt euch nach diesem Wahlwerbespot, bei diesem Internetauftritt, bei dieser ganzen Aufmachung, nur Instagram ist einigermaßen okay, bei dieser ganzen Aufmachung, wer wird auf die Idee kommen, diese Partei zu wählen? Das war Max Remke von Der andere Rebell. Wenn ihr mir nochmal schreiben wollt, dann schreibt mir wirklich gerne mal, wie findet ihr denn die LKR? Überzeugt der Laden euch? Sagt ihr, okay, wir brauchen in Deutschland was Liberalkonservatives? Max, du hast ganz, ganz unrecht. Die sind vollkommen was anderes als die Freien Wähler. Lasst es mich mal hören, ich würde mich freuen. Ansonsten bis zum nächsten Video.